Also eigentlich würde ich den jetzt abziehen, das Problem ist aber, Motor ist kalt. Ich glaube, ich krieg Ärger, wenn ich da zu Mercedes hochfahre. Digga, du bist so ein Vollidiot, Mann. Ist nicht zu kalt für Cabrio. Und damit guten Morgen. Guten Morgen, oder? Es ist 10 nach 11, Digga. Was geht, YouTube? Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's einigermaßen okay. Warum es mir nicht blenden geht, weil es 10 nach 11 ist, ich eigentlich ein bisschen müde bin und eigentlich schlafen müsste, weil ich morgen echt früh los muss. Ist das dein Ernst, Digga? Also eigentlich würde ich den jetzt abziehen, das Problem ist aber, Motor ist kalt. Ah, wo war ich stehen geblieben? Ich bin eigentlich ein bisschen müde. Also ich könnte schlafen gehen jetzt, weil ich von der Arbeit komme. Nur ich dachte mir gerade, weil ich bin gerade ein bisschen vor die Tür gegangen, bevor ich losgegangen bin. Und das ist halt echt angenehm gerade. Es ist ein bisschen kalt, ja, muss ich zugeben. Dafür habe ich halt ein T-Shirt und darüber zwei Zip-Hoodies an. Jetzt ist mir noch an den Beinen ein bisschen kalt, aber das ist egal, Digga. Beine sind scheißegal. Heute ist auch übrigens Freitag. Ich wollte eigentlich das Nachtleben von München vielleicht ein bisschen zeigen, weil bietet sich optimal an. Es ist schon knapp vor 12, es ist Freitag und es ist noch was, nämlich Corona. Danke Corona, ruinierst du mir jetzt auch noch meine Videos. Das wird das wahrscheinlich langweiligste Video, was ich hier hochlade, Mann. No joke. Ich glaube, wir fahren einmal kurz in die Stadt, schauen, ob Bars oder sowas vielleicht offen haben. Und dann fahre ich nach Hause. Ich krieg ein bisschen Hunger, ich muss aufs Klo, ich bin müde. Keine Lust mehr. Vielleicht ist mein Motor auch warm, bis ich in der Stadt bin. Dann können wir gegen andere Kraftfahrzeuge schauen, wer denn am schnellsten auf 50 beschleunigt, weil mehr als 50 fährt man in der Stadt nicht. Ich glaube, ich krieg Ärger, wenn ich da zu Mercedes hochfahre. Soll ich es mal probieren? Ich fahre lieber so. Was kann man sich denn Tolles kaufen bei Mercedes? Aha, CLA Shooting Brake, letzter Scheiß. Aha, CLA, geil. Aha, GLE, übergeil. E-Klasse, noch eine E-Klasse, GLCs, dies, das. Ich hoffe, das hat man gerade gehört. Eieiei, wo wir auch wieder zum Thema zurückkommen, 80 Dezibel bei dir, gell? Du darfst maximal 80 Dezibel haben, Schatzi. Nein, wir dürfen nicht eifersüchtig auf den RS3 sein, weil der darf das. Wir dürfen das aber nicht. Warum wir das nicht dürfen, fragst du? Keine Ahnung, frag die Merkel. Das ist eigentlich auch strafbar, gell, wenn ich so fahre. Schau mal, Mama, ohne Hände. Ja, gar nichts ist los in München. Was ist denn das für ein Maserati? So ein Ghibli oder sowas. Glaubst du, dass auf der Leopold was los sein wird? Weil Bars haben ja offen, oder? Wir werden es jetzt herausfinden, ob Bars offen haben oder nicht. Boah, 11:30 ist es schon. Warum tue ich mir das an? Ich muss also noch Geschirr spülen. Kennt ihr das, wenn ihr so gerade realisiert, was ihr eigentlich tut und dass ihr euch morgen dafür hassen werdet? Aber ich denke mir da immer, das ist nicht mein Problem, das ist das Problem vom Dani aus der Zukunft. Deswegen möchte ich mich vorab schon mal entschuldigen bei mich selber und gleichzeitig möchte ich sagen, dass es mir scheißegal ist. Fühle ich nicht, Digga. Steht da einer? Bruder, bester Platz, um zu stehen, einfach auf der Straße, oder? Im Übrigen werde ich, glaube ich, auch nicht mehr so in Zukunft ankündigen, wenn ich keine Videos mache oder wenn ich Videos mache. Das hat den ganz einfachen Grund. Dieses Video sollte auch eigentlich nicht kommen. Eigentlich sollte es gerade regnen. Es sind ein paar Wölkchen am Himmel. Danke, Apple. Danke, Apple, für diese geniale Wettervorhersage, die du immer wieder von dir gibst. Ach, komm, Dachau. Komm. Ja, Bruder, willst du oder nicht? Ja, dann halt nicht, Digga. Alles klar, also ich gebe linken Blinker, biegt nach rechts ab. Moin. Was? Hallo? Was soll der? Digga, du bist so ein Vollidiot, Mann. Was für ein Mongo war das gerade? Und vor allem, was hat mich der BMW da jetzt gerade angehupt, Digga? Beschwer dich bei dem anderen Typen, Mann. Hupt er mich an? Tut mir leid, dass ich nicht mein Leben riskieren will, wenn der Typ da irgendwie rauszieht. Im Übrigen, ich habe einen Termin für Baby, damit Baby wieder repariert wird. Ja, Schatzi, du wirst repariert. Du kriegst einen Satz neue Bremsen drauf, damit dein Quietschen weggeht. Und neue Zündkerzen bekommen wir und brandneues Öl und neue Bremsflüssigkeiten. Und wir kriegen ganz tollen Sticker in unser Stickerbuch, wo wir ganz viel sammeln. Ja,
Nur für dich tue ich das. Was? Du willst fragen, wann deine Inspektion ansteht und wann der Werkstatttermin ist, den ich seit 2 Monaten vor mir her schieb, weil ich keinen Bock habe? Am 15. Oktober. Digga, es ist zu spät. Es ist ganz klar zu spät. Ich muss ins Bett. Es ist vorbei. Ich habe 15. Oktober gesagt. Am 15.06., 15. Juni, der Montag. Bruder, ich bin ja sowas von lost. Yo. Es geht... What the fuck? Was war das gerade, Mann? Oh nein, die ganzen Bodenwellen tun meiner Blase gar nicht gut. Scheiße. Es wird eh zu kalt, YouTube. Und ich muss ganz dringend aufs Klo. Das heißt, ich muss ganz viel Gas jetzt geben. Das heißt aber auch leider, dass ich das Video jetzt abbrechen muss. Weil mit ganz viel Gas geben meine ich 50 fahren. So wie ich es jetzt tue. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen von dem wahrscheinlich langweiligsten Video, was ich je hochgeladen habe. Falls es euch aus irgendeinem Grund gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen und mich abonnieren. Falls nicht, komplett verständlich. Ich finde das Video auch nicht gut. Also sage ich jetzt, vielleicht cutte ich so, dass es richtig geil ist. Und dann komme ich jetzt so rüber, als ob ich so wie diese Mädels, so, oh, ich bin so hässlich, während sie mit 5 Tonnen Make-up so vorm Spiegel sind, so, oh nein, schau mich an, ich bin so hässlich. Und dann die ganzen Geier, oh nein, das stimmt gar nicht, du siehst voll gut aus und sowas. Und dann sie, nein, das tue ich gar nicht, ich bin so hässlich, warum bin ich so hässlich, die anderen sind viel hübscher als ich. Und dann die Typen so, nein, das stimmt gar nicht, du bist voll hübsch und sowas, bla bla bla. Man merkt auf jeden Fall, es ist spät. Jungs, Mädels, haut rein, bis nächstes Mal. Yalla!